Ja, was für ein Drama, was für ein Schluss. 98. Minute, als 2:2 auf Penalty. Bei mir jetzt Manu Kubli, was geht in dir vor nach dem Spiel? Ja, das Gleiche wie alle, glaube ich. Wir sind kaputt. Es war harte Woche, aber schlussendlich verdienter Sieg heute, ja. Du sagst verdienter Sieg, es hat lange aber nicht danach ausgesehen. Es hat danach ausgesehen, man tut sich sehr schwer gegen einen Kämpfer, einen starken FC Sion. Hat das getuschen? Ja, ich würde sagen, wir sind selber auch sehr gut gestanden. Es war ein 50-50-Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit. Im Stand von 0-0 nachher in der zweiten ist klar, dass irgendeiner muss aufmachen muss. Und durch das 1-0, durch den riesigen Freistoß von Janik, ist klar, dass da noch ein bisschen Schwung in die Partie reinkommt. Ja. Jetzt eben die Schlüsselpassage ganz am Schluss. Wie hast du das erlebt, die Penalty-Szene? Ja, eben, wie wir gesehen haben, es war ein guter Freistoß vom Londrit. Segeltouren, wie wir das 1-1 bekommen, die sind immer gefährlich. Und dann der Zlatko am zweiten Pfosten ganz allein, der Goalie mit dem gestreckten Bein, für mich ganz klar ein Penalty. Ja. Riesen Jubel auf der Tribüne, riesige Freude. Herzliche Gratulation zu dem Sieg. Aber nach dem Sieg ist vor dem nächsten Spiel und das ist in Carouge. Wie sind deine Gefühle dafür? Ja gut, wir kommen aus 5 Spielen, 4 Siege. Wir kommen langsam in Fahrt, die Mannschaft hat sich langsam gefunden. Wir müssen vielleicht noch etwas zwingender sein, was vorne anbelangt. Wir sind noch nicht so zwingend, was das Goal angeht, aber wir stehen souverän eigentlich. Und darum gehen wir auf Carouge und holen die nächsten 3 Punkte. Wollen wir das hoffen? Wir drücken Daumen. Gute Reise, aber in der Zwischenzeit eine ganz gute Woche. Ciao, Manu.